Mist, da müssen wir uns doch durchkämpfen. Haben wir doch gar keine andere Möglichkeit. Scheiße. So. So ruhig unsere Reise bisher war, umso aufregender wird sie jetzt. Zack. Ein paar Kartoffeln mitnehmen. Man will ja hier nichts verkommen lassen. Ich würde mich ja über ein bisschen was Wertvolleres freuen. Aber zumindest haben wir was zu spachteln. So. Ich speichere hier jetzt nochmal. Bin mir nämlich nicht sicher, wie wir da jetzt durchkommen werden. Speichern. Speichern. Hallo? So. Das war ja, was wir gerade gespeichert haben. So, weil wir müssen uns jetzt irgendwie schnell zu der Kiste begeben und dann in der Hoffnung, dass wir nicht sofort sterben, wobei wir haben ja jetzt ein volles Leben, da sollte das ein bisschen halten, müssen wir dann gucken, wie wir da durchkommen. Wo wir als nächstes hin müssen, vor allem. Weil jetzt wird's unfair. Denn dann werde ich erstmal ein paar andere Missionen machen, damit wir, wenn wir das hinter uns haben, damit wir ein bisschen leveln können. Das ist... Wir sind einfach zu schwach. Vielleicht finden wir dann auch einen stärkeren Gegenstand. Nein. Komm grad wieder. Mist. Das ist Kacke. Mist. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wo die ist. Vielleicht kriege ich es hin. Aber dafür müsste die jetzt weggehen. So. Mal ein bisschen schneller, bisschen schneller. So. So, und wieder zurück. Nein. Du siehst mich nicht. Glück gehabt. Ist nochmal gut gegangen. Aber ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen. So. Ich weiß jetzt nicht, was das uns jetzt bringt, aber auf jeden Fall weiß ich nicht, wo wir als nächstes hin müssen. Wir haben nämlich keinen Pfeil mehr. Ich glaube, wir müssen den Gefangenen befreien. Das wird jetzt grausam. So, was haben wir denn hier jetzt eingesammelt für ein neues Buch? Ich weiß, das ist momentan nicht so sehr spannend, aber wir müssen halt aufpassen. So, Aspern. Abgeschlossen. Suche nach Informationen über die Rückkehr der Drachen. Erkomme aus der Botschaft der Talmor. Status Flüchtling. Nur festnehmen. Höchste Priorität. Abgesandte Genehmigung. Beschreibung männlich. Nord. Ende 70. Hintergrund. Esbern war vor dem ersten Krieg gegen das Kaiserreich einer der Wissenshüter der Kling. Er war nicht im Außeneinsatz. Wir vermuten jedoch mittlerweile, dass er hinter einigen der folgeschweren Operationen steckt, die in den Jahren vor dem Krieg von den Klingen durchgeführt wurden. Darunter der Falinesti-Vorfall und Ausbruch aus dem Blauflussgefängnis. Sein Fall war viele Jahre lang zu den Akten gelegt worden, wahrscheinlich, ne? Ja, zu den Akten gelegt worden. Ein unverzeihlicher Fehler einem meines Vorgängers, der für straf- und unverzeihlichen Maßnahmen nach Alimor zurückbefordert wurde. Dieser ging von der irrigen Annahme aus, dass Esban aufgrund seines hohen Alters und seines Mangels an Einsatzerfahrung wohl keine Gefahr darstellte. Dies sollte allen Abteilungen eine Lehre sein, dass keinen Agenten der Klingen eine niedrige Priorität zugewiesen werden sollte. Aus welchem Grund auch immer. Alle müssen aufgespürt werden und ihrer gerichtigen Strafe zugeführt werden. Operative Anmerkung. Da wir immer noch im Dunkeln tappen, was Ursache und Bedeutung der Rückkehr des Drachen, der Drachen angeht, habe ich der Gefangenenannahme Esban oberste Priorität eingeräumt. Denn er zählt bei den Klingen bekanntermaßen zu den Experten der Drachenkunde. Leider können wir uns nicht mit ihren Kenntnissen über Drachen messen, die von ihren aquirischen Wurzeln herrühren und denen unseren weit überlegen sind, die weitgehenden theoretischer Natur bleiben. Die Archive des Wolkenherrschaftstempels
der als wichtiger Aufbewahrungsort für die ältesten Überlieferungen der Klingen galt, wurde während der Belagerung größtenteils vernichtet. Obwohl erhebliche Anstrengungen unternommen wurden, die verlorenen Schriften zu rekonstruieren, sieht es ganz danach aus, als seien die meisten Aufzeichnungen zum Thema Drachen schon vor unserem Angriff entfernt und zerstört worden. Folglich ist Esper nach wie vor unsere beste Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, wie und weshalb die Drachen zurückgekehrt sind. Es ist nicht auszuschließen, dass die Klingen selbst etwas mit der Rückkehr der Drachen zu tun haben. Wir haben jüngst konkrete Hinweise darauf erhalten, dass Esper immer noch am Leben ist und sich irgendwo in Rifton verbirgt. Ein möglicher Augenzeuge wird gerade verhört. Wir müssen vorsichtig vorgehen, damit Esper nicht merkt, in welcher Gefahr er schwebt. Falls er sich tatsächlich in Rifton aufhält, dürfen wir ihm keine Gelegenheit zur Flucht geben. So, aha. Nein. Nein. Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Jetzt müssen wir uns ergeben, oder? Macht nichts. Schweigt, Verräter. Ich bin sowieso schon tot. Bewegt euch. Langsam. Hilfe! Hilfe! Ihr hättet nie herkommen sollen. Er muss doch... Scheiße. Ihr seid tot. Alles, was ihr könnt! Alter! Seht die Zukunft! Alter, wie kannst du hier durch die Tür kommen? Scheiße! So, raus! Schlüssel erforderlich? Müssen wir jetzt erzählen, die haben nur den Schlüssel? Och nee! Och nee, Alter, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt haben wir uns so schön da durchgeschlichen und jetzt wollen die mir erklären, dass der Schlüssel nur bei denen ist. Alter, wenn ich eins bei Oblivion nicht mag, dann ist es Schleichen. Dafür ist das Spiel einfach nicht ausgelegt. So, jetzt müssen wir... Ach, wir waren noch gar nicht an der Kiste, oder? Waren wir? Waren wir nicht? Ich guck gerade mal. Nee, waren wir nicht. Toll. Jetzt kann ich mich da nochmal hinschleichen. Toll. Wer konnte denn an, dass wir jetzt sowas haben? Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, aber diesmal muss ich es nicht nochmal vorlesen. Den Moment habe ich genutzt, um etwas zu trinken. So, zack, 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 zack. So. Schnell lesen. Nee, Ulfric war es nicht. Esper, bla bla. So haben wir jetzt gelesen. Ich würde den Typen beklauen. Aber warum geht das nicht? Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Macht nichts. Schweigt, Verräter. Ich bin sowieso schon tot. Bewegt okay, wir haben eh keine langsam. Angst. Runter! So kann ich den nicht... Oh. Was hat denn der alles hier bei sich? Schlüssel zum Verhörzimmer. Der hat keinen Schlüssel. Der hat keinen Schlüssel. Leute, der hat keinen Schlüssel. Der hat zwar einen, aber der ist zum Verhörzimmer. Da kann ich nicht... Schon alles? Scheiße. Erfordert Schlüssel. Schön. Finde den Schlüssel. Scheiße, wo ist denn Schlüssel? Schlüssel! Geh weg, Olle. Alter, wo bin ich denn? Ja, ist ja schön, ist ja schön, ist ja schön. Alter, wo ist denn dieses Blöde? Alter, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt brauchen wir einen Schlüssel. Mann, wir sind ein Händler und kein Dieb und ein Schleicher.
Wir wissen zwar mit den Wunden umzugehen, aber doch nicht mit der Körperkonzentration so um sich zu schlagen, dass wir die beherrschen. Ja, Sackgasse. Oh, toll. Boah, das wird ja immer besser. Ich sehe nichts. Alter, das ist zu dunkel. Seht ihr denn nicht? Nein. Die Vorstellung der Elfen ist ein Alter, ey, Alter. Boah, Leute, wie könnte man das denn einbauen? Diese ganzen Schleichpassagen gehen mir ganz gegen den Strich. Klar, es ist nicht unbedingt nur ein Hack and Slay, aber ich mag dieses dauerhafte Schleichen durch 7 Millionen Gebiete nie. Alter, das ist nervig. Dann schleichen wir hier nochmal rum und dann schleichen wir da nochmal rum. Und schön ist jetzt auch, wir sollen einen Schlüssel finden, wo ich gar keine Ahnung habe, wo einer sein soll. Ja, und der mit seiner Blitzen, nee, guck mal, wie toll ich bin, ich kann Blitze machen, wie. Und die Macht. Nö. Also, sorry Leute, wenn die sich diese Passage zieht, aber... Ey, das weiß doch kein Schwanz, dass man da jetzt so viel schleichen muss und dann willst du rausgehen. Bei Oblivion ging das immer, ja, mach das ABC und dann ist gut und jetzt hier musst du da 1000 Sachen finden. Ja, ja, brennen sehen ich mich auch. Toll. Achso, ich bin jetzt hier. Ja, ja, bla 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 bla. Kann ich hier raus? Ja, Innenhof, komm. Ich hoffe, wir kommen da drüber raus, weil ich finde diesen bekloppten Schlüssel nicht. Weil da müssen wir bestimmt irgendjemanden killen. Und mich würde nicht wundern, wenn wir die Soldatin killen müssten. Weil der Typ hatte jetzt nur einen Schlüssel fürs Verhörzimmer. 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 Ja, ja, hätte ich auch nicht. So, können wir denn... Warum soll ich... Boah, jetzt... Warum muss ich denn jetzt darüber raus? Naja. So kann ich mir wenigstens ein paar Minuten der Ruhe hier verschaffen. Auch wenn ich gerade nicht verstehe, warum wir keine Magie haben. Ja, ja, du wirst mich brennen sehen. Ich sehe dich fliegen. Hat ja gesagt, ich sehe dich fliegen. Auf die Schnauze. Scheiße. Mist. Ja, jetzt sind hier überall welche. Mann, Mann. Ja, ja, das hast du schon mal gesagt, mein Freund. Nein! Das Schwert ist cool. Aber ich glaube, das ist kein echtes. Ja, geh weg. Ja, ja, wir sterben schon früh genug. Mann, 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 Mann. Ich werde euch brennen sehen. Schnauze. Jetzt muss ich ein bisschen... Noch rennen, Alter! So. Ach, wer bist du denn? Ich werde mich nicht zurückhalten. Ja, toll. Fuß, runter! Ja, und der kriegt natürlich nichts ab. Ich werde euch brennen. Ach, renn, Ulfric. Ach, Ulfric nenne ich den schon. Richard, renn! Na, jetzt haben wir keine Chance mehr. Jetzt rennt er nicht mehr. Wieso können wir nicht rennen? Achso, weil wir keine Ausdauer haben. Ach nö. Alter, ich will doch nur hier raus. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ja, ja, zurückhalten. Halten. Schalten. Ich werde euch. Ja, renn einfach. Alter, das ist doch unmöglich. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Ja, und ich habe kein Leben mehr. Oh Gott. Ein Treffer und wir sind weg. Ja, nur der wird von diesem blöden Ruf von dem Turm nicht betroffen. Dann gehen wir halt wieder rein. Oh, ey, das darf doch nicht wahr sein. Ey, das sieht so bescheuert aus. Ich komme da nicht weiter gerade im Menschenskinder. Wir brauchen einen Schlüssel, den wir wahrscheinlich von der Soldatendame da kriegen, was aber problematisch ist, weil wir viel zu schwach dafür sind. Nein! Bleib weg! Keller, Abgang, Sackgasse. Ja.
Ah, ausgetrickst. Scheiße. Fuck. Scheiße, Sackgasse. Geh weg. Da ist die Tür. Ja, nochmal geschafft. Ihr seid nichts als Alter, du dumme Sch... meinen Befehl hört. Ey, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Ständig musst du da rumschleichen wie so ein Arsch. Wir haben Bogen, wir haben Klingen, wir haben Macht, wir haben einen Turm. Und was müssen wir machen? Nichts von allem einsetzen. Wir müssen schleichen. Ah. Alter. Ich nehme jetzt fast zwei Stunden auf, nur weil wir hier nicht weiter vorankommen. Ach, weißt du, was liegt mir am Arsch? Wir laden nochmal einen anderen Spielstand. Da, wo ich zuletzt gespeichert habe, weil hier, seht ihr, wir haben nämlich jetzt mehrere plötzlich. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ich finde es gar nicht so schlecht. So, Tamorische Botschaft, gehen wir da nochmal hin. Weil irgendjemand muss doch den verbissten Scheiß-Kackschlüssel haben. Ups. Nein, wir könnten über den Zaun springen. Nein, wir müssen genau durch die Gasse da drunter durchgehen, weil wir den Schlüssel benötigen, weil es keinen anderen Ausweg gibt. Nein, wir könnten über den Zaun springen, nachdem wir aus dieser Verhör-Diplomaten-Vorrichtung-Häuschen da geflohen sind. Nein, könnten wir machen. Könnten wir. Geht aber nicht. Boah. Ja, Schleich. Dann steht sie da hinten. Oh, ich gucke, weil ich bin eine Wache. Einmal was trinken, kurz Moment. Denn wir müssen ja eh warten.